Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Trial Princess HD. Und warum ist die gute Ipona jetzt nicht darüber gesprungen? Komm bitte, mach's für mich. Ipona ist herzlos. Wir haben in der letzten Folge die Ziegen wieder eingesammelt, aber ja. Wir waren leider nicht so gut. Warum? Spring doch bitte darüber. Und vor allem, warum muss der Arsch auch immer ständig das Tor zu machen? So, jetzt. Danke, Ipona. Ja, in der letzten Folge mussten wir in den Wald, um die Kinder zu retten, weil da zwei, drei in den Wald gelaufen sind. Und die mussten wir retten, zusammen mit einem Affen. Aber das haben wir auch schon erledigt. Jetzt müssen wir zum Bürgermeister, um uns abzumelden, damit wir uns nächsten Tag aufbrechen können. Nach Hyrule. Das ist übrigens der Bürgermeister. Oh, Flui, schon fertig für heute? Ich wünsche einen schönen Feierabend. Ich habe immer noch keinen Lohn bekommen. Das Geschenk für den Hof ist jetzt schon vorbereitet. Du solltest dich also jetzt für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Hyrule selbst um ein kleines Geschenk von unserem Hof gebeten. Das wäre... Ziemlich, wenn der Repräsentant Ordons zu spät bei Hofe erscheinen würde, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also pass mir gut auf Louis auf. Aber was ist das denn? Was soll das denn? Das arme Tier hat sich ja verletzt! Du Bastard! Wie kannst du es nur wagen? Flui, du hast Ipona wieder grob angefasst. Du Bastard. Aber Ilia, reg dich doch nicht gleich wieder auf. Vater! Wie kannst du nur etwas sagen? Du bist der Bürgermeister. Also, auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Er hat das Pferd misshandelt. Armes Kleines. Scheiße. Keine Sorge, Ipona. Ich bring dich gleich zur Quelle im Wald. Die Lichtgeister, die dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich heilen. Aber Ilia! Und Ipona kann Flui das Geschenk doch nicht rechtzeitig abliefern. Klappe! Unmöglich, dieses Kind. Die ist etwas gereizt. Ja, jetzt müssen wir natürlich unser Ferdi wieder zurückholen. Wie machen wir das? Natürlich, wir gehen dahin und holen uns unser Ferdi zurück. Mit unserer kleinen, süßen Abkürzung. Du, Flui, gehst du zu Ilia? Ich würde ja auch, aber die anderen... Du, Flui, sollten wir nicht zusammen gehen? Was? Nein! Ich alleine. Wenn ich jemanden mitnehme, dann das süße Eichhörnchen. Was willst du denn? Flui, wir haben auf dich gewartet. Gestern war so toll. Denn den Affen zu jagen, das war wirklich, hat Spaß gemacht. Den hätten wir auch Mario auch gerne mal gleich gezeigt. In Wirklichkeit hat der Affe doch dich gefangen, oder? Und du, Colin? Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz doll ausgeschimpft. Total übel war das. Du wirst doch sowieso nur zu Ilia, oder? Aber hier kommst du nicht durch. Nicht so leicht vorbei. Sag mal, Flui, willst du nicht dein Holzschwert uns ausleihen? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein zurechtgekommen. Also los. Klar. Nimm und werd glücklich. Wow, super! Epic! Mit diesem Schwert zeige ich's jedem. Haja! Geht zu Tencho! Flui.
Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe nicht, was so lustig daran sein soll. So ein Ding durch die Gegend zu schwingen, ist doof und gefährlich. Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du, Flui. Hä? Ergibt keinen Sinn. Ich würde so gerne reiten. Kannst du es mir irgendwann nicht beibringen? Ja, versprochen, ja. Wie schlagt ihr das Eichhörnchen? Sonst bringe ich euch um. Dieser süße Eichhörnchen. Leider wird's nicht zum Running Gag. Wäre so cool, jede zweite Folge. Oh mein Gott, dieser süße Eichhörnchen. Aber leider wird daraus nichts. Oh, Eichhörnchen. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Ich glaube, das wird mein Thumbnail. Oh mein Gott, ist das süß. Nein. Ich wollte dich in Großaufnahme. Nein. Wenn du nicht auf meinem Thumbnail willst, da. Guck mich an. Wenn du nicht zu meinem Thumbnail willst, dann. Nicht. Eichhörnchen Thumbnail, FTW. Gibt's etwas Cooleres, als ein Eichhörnchen als Thumbnail zu haben? Bestes Thumbnail ever. Ich bin schon wieder dreckig, Alter. Was? Das wusste ich ja gar nicht, dass da... Sag mal, Colin. Epona und Flui. Ist dir also immer noch lieber als ich, nach allem, was er dir angetan hat? Sei ganz beruhigt, Flui. Es ist glücklicherweise keine schlimmere Verletzung. Ihr könntet also zusammen reisen. Nur eins, Flui. Wie schlägst du das Pferd? Du musst mir eines versprechen. Schlägst du das Pferd, bringe ich dich um. Egal, was auf der Reise passiert. Pass gut auf dich auf. Und wie schlägst du das Pferd, dann schlag ich dich. Komm einfach wohlbehalten wieder zurück. Und vor allen Dingen auch das Pferd. Okay. Oh mein Gott! Ein Assi! Nein! Hätten wir mal ein Schwert gehabt. Nein, wir haben Ilia und Colin. Ihr Schweine! Und mich lässt ihr hier liegen, oder was? Boah, bist du hässlich. Ich lieg da unten, so unter dir, unter deinem Schwein. Wir mich eiskalt ignoriert, ne? Ich finde es nicht in Ordnung. Erstmal ein schwarzes Loch, FTW. Oh nein, Link! Ohio, Link! Die anderen sind schon weg. Die haben dich eiskalt ignoriert. Und jetzt erstmal in der schönen, in der Ego-Perspektive. Schön auf den Riss in der Wand da gucken, was grafisch nicht so cool aussieht. Aber okay. Whatever. The Black Door. Und eine schwarze Hand.
Gott, wo sind wir? What? Und das komische, hässliche Vieh verschleppt uns, nachdem Link zu einem Wolf geworden ist. Und eine mysteriöse Figur taucht auf. Das ist The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Speichern und weiter geht's. Fragezeichen, Fragezeichen. Link sitzt im Hundeknast. Verflucht. Und dann sind wir hier. Bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Jetzt sind wir richtig drin, mitten im Spiel. Die Tutorial-Phase ist beendet, Leute. Jetzt geht's endlich richtig los mit The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Oh, cool. Wir können hier fühlen. Aber und auch angreifen. Aber wir können nichts machen. Wir sind angekettet. Die Kette kriegen wir nicht alleine los. Hab dich! Oh, da kriegt man ja Angst. Als ob es wohl klug ist, so knurrig ein Gesicht zu machen. Was für ein Jammer. Ich hätte dir so gerne geholfen, wenn du ein braves Hündchen gewesen wärst. Gut so, Gehorsamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen. Aber du bist ja gar kein Mensch mehr, sondern nur noch eine wilde Bestie. Ach so. Na, bist du ein braves Hündchen? Und jetzt sei schön ruhig. Kami! Hami! Ha! Überrascht! Aber wo sind wir nur hier hingekommen? Komm zu mir, dann zeige ich's dir. Komm, komm. Wird langweilig. Ja, einer der kuriosesten Characters, finde ich, in der kompletten The Legend of Zelda Twilight Princess Geschichte, ist der Sheen Midna. Aber wie ich finde, ist sie zwar eine richtige blöde Bitch, aber sie gehört tatsächlich zu einer meiner Lieblingscharacters in der kompletten Zelda-Historie. Warum werdet ihr noch im Laufe dieses Let's Play sehen? Und jetzt sind wir tatsächlich ein Hundi. Und wir können tatsächlich noch nicht X drücken. Aha. Ach ja, stimmt, ich muss jetzt hier erstmal suchen. Ah, ich habe leider... Wie konnte ich das hier nochmal machen? Warum komme ich nicht hoch? Konnte ich hier was machen? Nein, ich wollte... Hier sehe ich doch was. Ah, okay. Ah, okay, so musste ich das machen. Ah, ich muss mich erstmal wieder ins Spiel reinfinden. So, jetzt können wir hier wühlen. Und dann können wir uns hier rausgraben. Anscheinend bist du ja ein wirklich richtig kluges Hündchen. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Aber
dürfen wir, aber dafür wirst du einen schönen, wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage. Ist das klar? Wenn du etwas von mir willst, drückst du L, um mir ein Zeichen zu geben. Also, verstanden? Dann los! Jihot! So, und jetzt haben wir auch die Wolf-Link-Amiibo hier zu sehen. Ja. Dieses Bild, das sehen wir auch in der Amiibo von The Legend of Zelda Twilight Princess Age. Oh. Er spielt endlich dieser Track. Ich liebe diesen Track. Nanu, was ist das denn? Versuch doch einfach mal ZL zu drücken und den Rest findest du alleine heraus. Was? Ja, wir können hier einen kleinen Tunnelweg erschaffen und oh, Freunde, ich liebe diese Musik, ne? Oh, sorry, wenn ich ganz kurz mal wenig sage, aber ich liebe diesen Track hier. Jetzt ist er vorbei. Jetzt geht er weiter. Ich finde diesen Track so geil, weil er so eine richtig geile Stimmung verbreitet. Oh, ich liebe diesen Track. Da ist ja. Pass auf, ich zeige es dir. Etwas Interessantes. Ein Tier, wie du sollte erkennen, dass da etwas ist. Oder drücke X, um dein Gespür zu schärfen und um es dir genauer anzusehen. Eine Wache! Hier dürfte ich wohl in Sicherheit sein. Verdammt, keine Schritte weiter stehen bleiben. Geister. Geister! Weißbrot. Der Geist ist sicher ein Soldat. Er kommt sicher geradeaus aus der anderen Welt. Hier gibt es schon mehr von diesen Geistern. Du solltest dein X-Gespür verwenden. Vielleicht wissen sie ja mehr. Gespür war X. Ach so, ich sollte so das Gespür einsetzen. Ach so, so meinte sie das. Ja, wir sollten mit den Leuten hier sprechen. Ach ja, stimmt. Gut, ich habe nur gerade überlegt, wann ich die Folge begonnen habe. Ich nehme hier gerade nämlich eine große Aufnahmesession auf. Und hier sind irgendwelche komischen Gegner. Nein. Ja, so konnte ich es auch machen. Natürlich können wir auch in der Wolf-Link... Mann! Genau, ich muss den Gegner anvisieren. So konnte ich den angreifen. Boah, ich habe schon extrem viele Herz verloren. Was natürlich nicht so schön ist. Ja, was? Du scheinst dich noch nicht an dein Gescheit gewöhnt zu haben. Als Tier gewöhnt zu haben. Deshalb möchte ich dir eins sagen. Wenn du deine Gegner kennst, erinnere dich an das, was du alles als Mensch konntest. Dein Instinkt bleibt gleich, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Ja, so in etwa. Wir sollten erstmal hier alles aktivieren und... ist das da hinten optional oder... Weil hier habe ich ja was geöffnet. Ja, wir können hier hochklettern und... Ah, okay, hier sind nur 5 Rubinen. Einige Wege sind natürlich auch optional, um jetzt zum Beispiel Truhen oder sowas zu finden. Aber hier... findet zum Beispiel ein Herz, das nehme ich natürlich gerne mit. Auch die Kampfmusik finde ich sehr besonders. Ich finde, vor allem in der Anfang hier in der Schattenwelt, so heißt die Welt hier übrigens... finde ich sehr besonders, weil sie sehr düster und sehr atmosphärisch ist. Also ich mag diese Dimension hier wirklich sehr gerne. Wow. Also könnt mal gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben, aber ich mag diese Atmosphäre hier in dem Spiel sehr, sehr gerne. Weil sie so besonders ist. So richtig düster, so eigentlich komplett untypisch für The Legend of Zelda. Es war jetzt kein Spiel, was so damit spielt, so extrem, so hippie, juhe, du bist toll. Aber trotzdem
sehr besonders, weil sie so düster und so dunkel ist und einfach nur so die Musik. Dazu noch dieses Kampf-Battle-Theme der Geistermonster. Ich finde das halt wirklich schon sehr besonders. Es ist halt so anders in The Legend of Zelda. Ich habe so viele The Legend of Zelda gespielt, aber das hier ist so besonders und so richtig schön atmosphärisch. Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus! Ich muss raus hier! Okay, der hat Problems. Eindeutig. Deswegen mag ich dieses Spiel hier so gerne, weil das so eine unglaublich schöne Atmosphäre ist, dieses Spiel. So richtig besonders. Wow. Leider können wir noch nicht unseren Special Move, den werden wir wahrscheinlich erst später lernen. Ja. Stimmt, wir können auch eine Wirbelattacke machen, indem wir hier so B gedrückt halten und dann... Also mit angreifen können wir so mit A und sporten können wir hier so. Dann sind wir halt ein bisschen schneller für eine kurze Zeit. Oh. Komm hierher. Ich warte ja gerne, aber... Auf meiner Seite komme ich erst, dann musst du es selbst schaffen. Verdammt, ich wollte da noch nicht hin. Genau so wollte ich das machen. Ja, das sind aber nur Monster. Hier gibt es aber halt auch Secrets. Link kann nämlich auch, obwohl er jetzt so ein Monster ist, trotzdem Kisten öffnen mit seiner Schnauze. Das sind so viele schwarze Monster. Solche Biester habe ich noch nie gesehen. Und ich möchte ja hier auch alles erkunden. Na. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht aktivieren. Ich wollte nämlich eigentlich den Gegner angreifen. Ah, ja, ja. Oh. Stimmt, so kann ich das Wasser abfließen lassen, weil wir haben das ja nur aktiviert. War jetzt hier nicht gerade ein Monster? Oh, nein. Nein! So war das jetzt nicht gemeint. Ah, come on, Spiel. Das ist echt jetzt Epic Fail, was ich hier gerade mache. Mann. Ich wollte doch nur den Gegner angreifen. Ich versuche hier die ganze Zeit diesen Gegner anzugreifen. Genau. So. So, wie komme ich jetzt zum Midna? Brauche ich doch mehr Wasser. Ah, nee. Das war schon richtig. Hier ist nämlich ein kleiner Geheimgang. Und hier kommen wir jetzt durch. Ja, hier sind halt meistens ein paar Herzen und ein paar Rubinien. Die Göttin Hyrule. Ich bin doch noch ein einfacher Soldat, der niemanden Böses will. Bitte rettet vor diesen Schwarzmonster. Ah! Ja, die haben natürlich hier alle Angst. Warum es zu dieser Katastrophe hier gekommen ist. Aber natürlich... Wo sind wir hier? Die sprechen ja alle von Hyrule. Sind wir etwa in Schloss Hyrule? Manchmal führen und Umwege eben auch ans Ziel. Übrigens, schärfst du deine Sinne mit X? Schärfst du auch immer dein Gespür mit X? Anscheinend sind die Geister hier schließlich Soldaten. Aber sag mal, meinst du, wo wir sind? Finden wir es heraus, oder? Also, Abmarsch! Wenn die ganze Zeit hier von Hyrule sind, sind wir hier etwa in Hyrule? Wir haben nur Anzeichen, aber wissen es noch nicht. Klettern wir mal nach oben und töten vorher diesen Gegner. Ja, wie gesagt, dieses Battlefield von diesen Gegnern finde ich sehr geil und halt sehr atmosphärisch. Weil es so besonders ist. Oh Mann! Was sollte denn das eben werden? Ja, das passiert übrigens immer. Also, man kann das nicht verhindern. Jetzt seht ihr auch, warum. Sag mal, ist das denn so schwer? Ich zeig's dir. Wo du halt findest, nimm mich einfach... mit ZL ins Visier und wende A, um mich zu folgen.
Ja, also wir können sie jetzt anvisieren und dann können wir springen, um hinterher zu springen. So können wir auch große Abgründe überwinden. Das wird sehr wichtig sein. Genau, jetzt einfach hier ZL, beziehungsweise SL, um sie zu aktivieren und dann ZL, um hier rüber zu laufen. Ja, Link kann auch über Seile laufen, da muss man manchmal sehr zielgerichtet sein. Vor den Gegnern solltet ihr aufpassen, weil die wollen natürlich euch runterschmeißen, verdammt. Das war aber leider etwas zu früh. Manchmal ist es auch schwierig, auf das Seil zu gehen. Das scheint nicht nur im GameCube-Teil so zu sein, sondern auch tatsächlich hier im Wii U-Teil. Es manchmal schwierig ist, dahin zu kommen. Hier kann ich übrigens auch nicht die Kamera bewegen. Was ein bisschen nervtötend sein kann, aber okay. Kannst du bitte da... Danke. Manchmal kann es halt passieren, dass du auf diesen Seil nicht drauf kommst und dann abkratzt. Ja, eigentlich sollte man es nicht so schnell machen, so wie ich. Aber trotzdem mache ich es also einfach mal. Ah, jetzt sind hier diese nervigen Gegner. Die sollten wir natürlich erstmal töten. Eigentlich will ich diese Kiste zerstören. Geht anscheinend nicht. Aber was ist das für eine große Tür? Warum kommen wir nicht zu hier hoch? Ach so. Muss ich da oben hoch? Ich sehe, dass da oben eine Tür offen ist. Bin ich jetzt gerade so ein bisschen doof. Aber ich würde sagen, ich beende erstmal diese Folge hier von The Legend of Zelda Trailer Princess HD. Vielen Dank fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge werden wir hier weitermachen. Im dieser Schattenwelt. Bis dahin und ciao.